So, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Puh, jetzt wäre eigentlich der Feuerdrache dran. Der Feuerdrache, Moment, da müssen wir eigentlich zurück. Hauptstadt Xardas, Passamintal, Dämonenturm. Zum alten Dämonenturm. Zum alten. Das mache ich mal. Ja, hier. So. Was geht denn hier ab? Was machen die hier? Warum? Was machen die Suchenden hier? Was jum? Mal sehen, krieg ich den von hier? Der trifft, na sicher. Drei. Ist in Ordnung. Warum sind hier drei Suchende? Und was suchen die? Ein Stückchen. Natürlich. Okay. Wir kämpfen uns jetzt durch, ist doch klar. Bin ich umsonst hier. Den Teleport haben wir von dem komischen Händler bekommen. Na komm schon. Schlägt er wieder gegen die Mauer? Ja. Natürlich. Dabei habe ich eigentlich schon guten Feuerschutz. Ich muss ganz knapp hinter der Mauer vorlupen. So knapp ist das jetzt nicht. Das reicht vielleicht. Oh. Was macht ihr denn hier? Das ist aber merkwürdig. Ich war hier doch schon oben, oder? Bolzen sind alle schlecht. So. Was habt ihr denn hier gemacht? Könnt ihr mal lesen. Mhm. Sehr interessant. Sehr interessant. Okay, ein bisschen Gold haben sie ja dabei. Na, mehr hin. Eine Rune. Aber welche? Gehabt? Was denn für eine Rune? Teleport zum Kloster? Nee. Goblin-Skelett erschafft. Das könnte es sein. Oder mittlere Wunden. Zweimal Angst. Könnte auch Angst sein. Ich weiß es nicht. Ich habe eh keinen Zauber. Bin eh nicht so der Zauberer. Aber ich war hier doch schon drin. Ich war hier doch schon drin. Wer? Wo? Ich?
Hallo? Ich war hier doch schon. Ups, falscher Speicher. Entschuldigung. Ich war hier doch schon drin. Du hast mich eben schon gesehen und nichts gemacht, ernsthaft? Ja, ups, Entschuldigung. Ah ja. Ich möchte am liebsten wieder raus. Wenn es geht, auf heilem Wege. Ja. Sind hier noch mehr von den Leuten? Hallo? Jo, die muss mal kurz warten. Bis die da runterkommt. Was denn? Na sicher. Ausgerechnet jetzt, wo ich noch nicht gespeichert habe. Komm mal her. Okay, nehmen wir halt mal einen Bogen zur Hand. Ach so. Wie gemein. Immer so deprimierend runterzukommen und dann ich schneide mal. So, bin ich wieder. Da ist er. Wo? Der nächste. Lass mich doch mal in Ruhe. Wo kommen die Suchenden her? Ah, Moment. Ich muss noch mal eben stoppen. Bis gleich. So. Gehen wir mal raus hier. Da steht schon wieder so einer. Wo? Da ist er. Will ich mich verarschen? Ich glaube, wir nehmen uns einfach einen Teleport zu einem anderen Ort. Bin gerade mal zu doof hier, also wirklich. Ja, was mich wundert, warum sind die Suchenden ausgerechnet hier an Xalas alten Turm? Was wollen die? Das ist in der Tat mysteriös. Na gut, wir müssen zurück in die Burg. Nach dem Feuerdrachen. Also in die Burg gehe ich noch, da mache ich eine kleine Aufnahmepause. Und zum Feuerdrachen müssen wir, glaube ich, auch alleine. Dann würde ich das so machen wie beim letzten Mal, dass ich einfach ein wenig vorausspiele. Und dann sehen wir uns quasi auf dem Feuerberg. Ja, genau. Zwei Drachen sind es noch. Ach so. Stimmt, ich muss ja noch die Schuppen abgeben. Das können wir jetzt machen. Vielleicht kriegen wir eine neue Rüstung. Mal gucken. Und
Und wir brauchen auch dringend neues Futter. Ja. Dürfte eigentlich keiner mehr sein. Ich war ja schon fleißig. Und ich glaube, ich habe 20 Punkte noch zu vergeben. Davon könnte ich doch mindestens 6 auf Stärke geben. Eigentlich alles. Die Kräuter könnte ich auch mal verarbeiten, aber dafür muss ich. Hallo? Dafür muss ich das lernen. Wie ich daraus Tränke braue. Da kostet natürlich dann wieder extra Lernpunkte. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber eigentlich brauchen wir welche. Kann eigentlich nicht schaden. Ja. Vielleicht halten wir ja mit der zweiten Drachenjägerrüstung ein bisschen mehr durch. Das ist ja mein Wunschdenken. Dass wir den Orks mal so richtig schön in den Hintern treten können. Hallo? Ja. Springen. Danke. Wo haben wir ihn denn? Jetzt sage ich, dass er schlafen muss. Na super. Dann gehe ich auch schlafen. Bei Ferros kann ich Stärke lernen, glaube ich. Später. Ja, wohl nicht bei Ritter. Jan? War Jan nicht der Schmied? Einfach aus der Nacht gerissen. Ich habe einige Drachen getötet. Ja und? Du bist ja schließlich ein Drachenjäger, oder? Du etwa nicht? Ich sagte dir ja bereits, ich stelle lieber Waffen her, als selbst loszuziehen, um die Drachen zu töten. Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über das, was vor der Burg passiert ist. Was ist denn vor der Burg passiert? Ich habe die Drachenschuppen für dich. Gut, damit wird sich was machen lassen. Komm morgen wieder, dann sollte das Teil eigentlich fertig sein. Okidoki. Was? Nein. Na gut, schlafen wir erstmal. Getrennten Betten hier, so, bitteschön. So, mal sehen, ob er das Schlaf gebaut hat, das Ding. Hoffentlich muss ich nicht dafür bezahlen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Jan? Hey! Ist die Rüstung fertig? Nein! Gut, schlaf ich halt noch eine Nacht, bitteschön. Heute ist Sonntag, heute darf ich mich erholen. Nein, heute ist eigentlich Donnerstag, der 21. Die Folge kommt wahrscheinlich am, weiß ich nicht, 28., 29., kommt ein bisschen an anderen Tagen raus. Gleich noch eine Nacht hinterher gepennt. Hallo Ritter. Ja, ich laufe immer gegen die Wand, das ist ganz normal. Mache ich auch privat sehr gerne. Wie? Nö, das habe ich mir selber angeeignet. So, Rüstung. Ist die Rüstung fertig? Ja, ein wahres Prachtstück. Hey, kaufen. Wenn du willst, kannst du sie kaufen. Für dich mache ich einen Freundschaftspreis. 12.000! 12.000 Goldstücke. Was? Nach allem, was ich für dich getan habe? Oh, komm mir nicht so. Irgendwovon muss ich ja auch leben. Also, kauf sie oder lass es bleiben. Alter, 12.000. 12.000. 12.000. Hey, du. Ich versuche mal zu handeln. Ist das normal, dass ich 12.000... Ich würde das Geld eigentlich für Corines aufheben. Da brauchte ich ja auch noch Geld. Für Skillbücher, soweit ich weiß. Das war doch schon vorher klar. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich wundere mich über gar nichts mehr.
glaube, das wird nicht reichen hier. Na, komm weg damit. Das reicht doch nie. Einen wollte ich eigentlich behalten. Naja, gut. Gut, ich könnte auch die Rüstung verkaufen, dann würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Gold mit rausschlagen, aber... wir machen mal hier weiter bei den Wolfsfällen. Aus Wien. So teuer. Das höre ich zum ersten Mal. 12.000. Lange bekannt. War genauso wie du sagst. Wir kriegen das schon zusammen, da bin ich überzeugt, aber. Das hat er doch vorher gewusst. Jemand wird dafür büßen müssen. Ich weiß nicht, was ich davon noch brauche, deswegen zögere ich gerade so ein bisschen. Das Knochen. Ich habe was anderes gehört. Das höre ich zum ersten Mal. Ah, ich habe noch Geldbeutel. Das ist eine schlimme Sache. Ich habe mir das schon gedacht. Ich hätte das anders gemacht. Was ist das denn schon wieder her? Schafsfälle. 12.000, ich glaube, es geht los. Wird sich das jemals ändern? Okay, das reicht. Ich kann es nicht glauben. Das war doch schon. Ich habe schön vollgekackt mit meinen ganzen Sachen. Hey! Das höre ich zum ersten Mal. 12.000, Leute. Glaubst du wirklich daran? Ich will die Rüstung kaufen. Du wirst merken, sie ist jedes einzelne Goldstück wert. Das will ich hoffen. Kann ich jetzt nochmal sein Geldbeutel klauen? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht helfen. 65. Gar nicht, wie sie es ist. Wird sich das jemals ändern? 75 vor Pfeilen, 60 vor Feuer. Uff. Der war aber ziemlich teuer jetzt. Na gut, wir haben eine neue Rüstung. Wir können uns jetzt eher den Drachen stellen als vorher. Und zumindest ein bisschen mehr Schutz auf der Brust. Vor allem vor Feuer. Was habe ich hier für... Die mache ich mal weg. Mach doch lieber Magie, Feuer drauf. Das Amulett ist matt. Das muss ich noch aufladen. Und dann gehen wir das nächste Mal zum Feuerdrachen, würde ich sagen. Denn der Feuerdrache hat ziemlich viel Feuer. Fire. Du. Fire. So. Pulsiert voller Energie. Gut. Ich habe jede Menge Geld ausgegeben. Ein paar Geldbeutel haben wir noch, aber da würden wir wahrscheinlich nicht alles mit erreichen können. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Was spielen wir eigentlich? Gothic 2, den 8. Graben in der Hebe-Edition. Bis dahin sage ich Tschüss.